Du musst noch erzählen, was du Cooles verbracht hast. Henrik ist jetzt... Hey Leute, herzlich willkommen zu Vlog, wollte ich schon sagen. Vlog, 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 Blog, wir hatten alles schon. Alles, alles. 98! Ja, wie ihr sehen könnt, bei uns ist noch Weihnachten. Frohe Weihnachten. Genau, und ein frohes neues Jahr. Ja, stimmt, genau. Wir wollten erst so eine Wunderkerze halten, aber wir haben keine mehr. Wir haben alle aufgebraucht. Wir haben dieses Jahr kein Feuerwerk gemacht, weil irgendwie... Hatten wir keinen Bock. Nee. Und es hat geregnet. Und es ist Umweltverschmutzung. Ja, und macht ganz viel Spaß. Aber wir haben uns... Die Feuerwerke angeguckt. Scheiße, wir sind so raus aus dem Vlog. Wir hoffen, es geht euch allen gut und ihr hattet ein wunderschönes Weihnachtsfest und Silvester. Bei uns war es echt mega schön einfach nur. Ja. Und mein Bruder ist jetzt vorgestern wieder nach Hause geflogen und wir haben einfach die Zeit zusammen genossen und waren hier halt zu dritt bei uns, beziehungsweise an Weihnachten und an den ganzen Feiertagen hatten wir natürlich Besuch und waren bei meinem Papa und so. Und ja. War richtig schön. Meine Tante war da und hat die schönsten Blumen einfach mitgebracht. Tada! Oh, und sie hat das hier mitgebracht. Das habe ich irgendwie nie geöffnet, weil ich fand, dass das hier in der Folie noch schöner aussieht. Ja! Okay, jetzt sieht man das nicht so, aber abends, wenn es halt dunkel ist, dann leuchtet die Folie so schön dadurch und wirft so Schatten. Das sieht echt cool aus. Tannenbaum ist auch noch da, aber... Gott sei Dank, den werde ich vermissen. Der ist so toll dieses Jahr irgendwie. Ich weiß ja, auch nicht. Fand oder ich habe einfach besonders Tannenbaum-Bock. Und wir brauchen einen neuen Kalender. Stimmt. Stimmt, unsere Kalender sind noch auf Dezember. Mann, wir haben echt gechillt die letzten Tage. Das war echt schön. Ich habe mir ganz schwer in den Finger geschnitten. Stimmt, das ist auch noch passiert. Um Gottes Willen. Gestern war ich im Badezimmer... Das will die Aufnahme sieht sowas an merkwürdig aus. Gestern war ich im Badezimmer und auf einmal höre ich es richtig laut die Treppe rauftrampeln. Und Henrik war so richtig panisch. Ich dachte das schon, behauptet shit. Sie. Ich war nur schnell, nicht panisch. Ich bin vorgeschädigt. Ich weiß nicht, ob ich euch die Geschichte jemals erzählt habe. Ungefähr 50 Mal. Glaube ich nicht. Ich habe die schon 10 Mal geschnitten allein. Plus, du hast sie bestimmt noch irgendwo auf Insta oder sonst wo erwähnt. Damals warst du noch gar nicht... aktiv, so ja, bekannt. Dein Gesicht war noch ein Blö. Aber die Geschichte kennt jeder schon. Ich habe mir mal in den Finger geschnitten, also schlimm, so dass ich genäht werden musste. Und da war er einfach nur so gechillt. Hat nichts gesagt, so. Ich glaube, du musst mich ins Krankenhaus fahren. Ich hatte auch recht. Und ich so, ja, lustig, ich hol den Pflaster. Er so, nein, nein, wirklich. Und dann sehe ich es einfach nur... Blutströmt zu Hause. So ein Quatsch. Deine Sehne hat rausgeguckt, wie ekelhaft. Deine Sehne. Man hat die Sehne gesehen. Okay, jedenfalls, ich habe mir... Den Knochen. Ich habe mir gestern in den Finger geschnitten und bin dann halt schnell ins Bad gelaufen, weil ich, die Blutung stillen wollte und... Ach, das war so ein blöder Schnitt, der ist nicht tief, aber ich habe... Ja, also ich habe Lachsfilet gehäutet, von der Haut befreit und dann hat man das Messer so ganz flach gehalten und dann habe ich mir halt eben auch entsprechend so in den Finger geschnitten, dass jetzt der Schnitt nicht tief ist, aber die Wundfläche ist sehr groß. Also die Haut hängt so runter, wenn ich das Pflaster abmache. Naja, jedenfalls, es hat halt stark geblutet und ich wollte nicht alles versauen und oben haben wir die Pflaster. Und das ist voll Panik gemacht. Ich hatte so Angst. Ich dachte, du stirbst. Keine Panik gemacht, sie hat das als solches empfunden. Naja, okay, neues Thema. Es regnet! Richtig. Es regnet. Kann man das sehen? Ja, kann man. Naja. Ah, und unsere Heißgetränkgewohnheiten sind gleich geblieben. Kaffee. Grüner Tee. Nummer 3 heute. Viel Spaß! Thanks. Bei Buchhaltung. Ich freue mich jetzt schon sehr. Tut er nicht. Doch, tut er wohl, er mag nicht das. Nicht wieder beim Schminken 50 Minuten reden. Niemals. Ich bin wieder unten. Mir ist noch was eingefallen, ich wollte euch unbedingt etwas zeigen. Und zwar, ich habe von Laura noch was voll Süßes zu Weihnachten bekommen. Es ist nur leider jetzt gerade benutzt, aber es ist eine Tasse. Beautiful. Und schaut mal, die hat voll den süßen Deckel. Da kann man halt so die Teebeutel draufstellen. Oder ein Teesieb. Voll schön. Und das hier habe ich auch noch von ihr bekommen. So einen kleinen Gutschein. Über einen Wochenkalender von Laura Marlina Seiler. Aber der kommt erst am 1. Februar raus. Aber darauf freue ich mich auch schon echt riesig. Wir haben uns vor 2 oder 3 Tagen getroffen. Und haben davon jetzt keine Fotos gepostet, Stories oder irgendwas. Weil wir einfach... Wir haben uns...
glaube, fast 2 Monate nicht gesehen, dadurch, dass Laura ja krank war, als sie eigentlich nach Paris kommen wollte. Und dann war der Abstand so groß, wir haben uns so viel zu erzählen, aber es ist so ein schöner Tag. Die Zeit ist total verflogen. Und ja, jetzt werden wir uns wahrscheinlich wieder ein paar Wochen lang nicht sehen. Was mich ein bisschen nervt. Wir fahren am 7. weg, bis zum 14. Dann fährt sie vom 15. 2 Wochen lang weg. Dann ist sie 5 Tage da, wenn ich eine Drehwoche habe für OB. Und dann fährt sie wieder für 2 Wochen weg. Also irgendwie müssen wir das nächste Mal besser abstimmen. Das ist nämlich echt ätzend. Oh Mann, ich habe irgendwie das Gefühl, dieser Vlog wird lang. Ich glaube, wir haben jetzt schon 10 Minuten gelabert. Tja, und sonst... Mein Gott, ich will euch so viel erzählen. Es ist so viel passiert irgendwie in den paar Tagen. Also mein Bruder war ja wie gesagt da. Und mein Bruder ist 18 und der macht dieses Jahr sein Abi. Und wir haben uns halt so ein bisschen darüber unterhalten. Jetzt nicht zum ersten Mal, aber jetzt so ein bisschen ausführlicher, was er denn so nach dem Abi machen möchte. Ob er studieren möchte oder ob er eine Ausbildung machen möchte. Ob er vielleicht irgendwie ein Jahr Work and Travel machen möchte oder so. Und... eigentlich, das habe ich mir aber auch schon gedacht, weil er das immer schon gesagt hat, möchte er irgendwas in Richtung so Informatik oder Robotik oder irgendwie sowas studieren. Das ist echt so, mein Bruder, der kann stundenlang einfach irgendwas programmieren aus Spaß. Also der hat so ein Programm, wo er diese Befehle eingeben kann und dann irgendwelche Probleme lösen kann. Und der hat nicht einmal Informatik in der Schule im Moment, aber er macht das halt so hobbymäßig voll gerne. Also ich glaube, das wird schon echt richtig gut passen und... Ja, wir haben halt so darüber geredet, wie er sich das denn vorstellt, ob er vielleicht nach Deutschland kommen möchte. Und im Moment sieht es echt so aus, als würde er für das Studium herkommen. Halt, wenn das im Wintersemester anfängt, im Oktober. Was natürlich... Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freuen würde, weil ich meinen Bruder ja, seit ich irgendwie 14 oder so war, nicht mehr so täglich halt gesehen habe oder überhaupt wöchentlich oder so, sondern nur... so 2-mal im Jahr und das wäre einfach das Allercoolste. Und es ist immer so schön, wenn er da ist und es passt irgendwie so gut auch mit Henrik und mit mir zusammen. Und ja, auf jeden Fall, ich bin so aus Atem. Auf jeden Fall ist das jetzt halt so eine Sache, die im Raum steht, dass er fürs Studium herkommt, was ultra, ultra cool wäre, wenn er hier in Düsseldorf anfangen würde, weil ja, Henrik und ich waren auch an der Uni und die ist zwar nicht so die schönste von außen, aber sie ist cool, so. Also zumindest ist die Stadt cool, finde ich. Und oh mein Gott, dann muss ich euch noch was richtig Cooles erzählen, beziehungsweise zeigen. Wieso habe ich das vergessen zu sagen? Ganz am Anfang. Hele! Ja. Du musst noch erzählen, was du Cooles vollbracht hast. Henrik ist jetzt... Du bist Autor! Ah, ich bin... veröffentlichter Autor von einer... Ja, richtig. Von einem Paper in einem Wissenschaftsmagazin. Journal heißen die. Journal, ja. Ein Journal über wissenschaftliche Erkenntnisse im Fachgebiet der Neurologie. Und meine Ergebnisse von der Doktorarbeit sind publiziert worden. Das bedeutet, dieses Jahr wird das Jahr, in dem Henrik... Dr. Wiel! Ich werde Dr. Hene. Wie cool ist das? Ja, also ich muss dann noch einen Antrag einreichen und so, aber jetzt, da das veröffentlicht ist, beziehungsweise klar ist, in welcher Ausgabe, also noch ist es nur online, aber es kann, wird dann später auch schriftlich veröffentlicht. Und jetzt weiß ich die Ausgabe, kann das auf mein Deckblatt schreiben und dann kann ich die Arbeit in den Druck geben und dann kann ich sie einreichen. Ich vermute mal, wenn das durch ist, bist du der am besten ausgebildetste YouTuber auf der ganzen Welt. Kann schon sein. Wie cool ist das? Henrik hat ja in der Zeit jetzt auch halt, in der er das Studium abgeschlossen hat, mit mir zusammengearbeitet hat, an der Doktorarbeit weitergearbeitet. Hm. Ja. Das ist ein langer Prozess. Sehr langer Prozess, aber ich bin froh, dass es jetzt soweit fortgeschritten ist. Und du bist ein Doktor einfach, wie cool ist das? Ja, ja, noch nicht, aber wenigstens schon mal veröffentlicht. Dann bist du Doktor, auf jeden Fall. Es ist ja schon alles... Ja, ja, es ist schon alles geschrieben, es geht jetzt nur noch um die Verteidigung, aber ich kenne tatsächlich niemanden, bei dem die Verteidigung nicht funktioniert hat. Auf Holzklopfen. Boah, wenn das durch ist, machen wir eine riesen Party. Hey. Gibt's eine Doktorparty? Ja. Wie ihr seht, es sind ein paar Stunden vergangen. Die Haare sind glatt.
Und Henrik ist gerade dabei, meinen Himmel hier aufzuhängen, weil ich den irgendwie vermisse und ich wollte das Video heute hier wieder auf dem Bett drehen. Ah, sieht gleich viel gemütlicher aus. Ich liebe den Himmel, der macht irgendwie, dass ich mich da fühle wie in so einem Zelt. Dankeschön. Bitte. Und Leute, es riecht so fantastisch, wenn ihr hier werdet. Es riecht so nach Mittagessen. Henrik kocht gerade unten. Und ich habe so Hunger. Aber auch so eine Sache, die ich im neuen Jahr auf jeden Fall versuchen werde zu machen, ist es regelmäßiger zu essen. Das ist bei uns so häufig letztes Jahr vorgekommen, dass wir einfach irgendwie gefrühstückt haben und danach losgearbeitet haben und dann irgendwie uns nicht die Zeit genommen haben, mittags mal Pause zu machen und was Vernünftiges zu essen, sondern dann haben wir irgendwie so, ja, weiß nicht, irgendeinen Quatsch halt gegessen. Also, oder nur so Salat oder so. Und ich werde jetzt versuchen, warme Sachen mittags zu essen und nicht mehr diese Mahlzeit ausfallen zu lassen. Das war echt viel Gelaber. Ich habe das Video gerade zu Ende gedreht. Ich weiß nicht, ob man es mir anmerkt, aber ich bin so happy darüber, das gemacht zu haben. Ich hatte nämlich ein bisschen Respekt davor, weil das so viele Punkte waren. Und ich konnte einfach nicht aufhören zu reden und das zu schneiden wird bestimmt ein Spaß. Wenn das Video fertig ist, verlinken wir es euch auf jeden Fall unter diesem Video. Ich weiß, viele Videos sozusagen von meinem Hauptkanal sind nicht für alle Vlog-Zuschauer so interessant, aber ich glaube, das könnte euch interessieren, weil ich da auch super viel über Dinge gelabert habe, die ich in den letzten Monaten halt so für mich rausgefunden habe, wie man einfach glücklicher wird und wie man ein schönes 2019 bekommt und Ziele, die man sich gesetzt hat, auch hoffentlich schafft einzuhalten. Kein Thermomix heute. Kein Thermomix. Alles mit meinen eigenen Händen. Fantastisch. Lecker. Und draußen regnet es leider durch. Dachte, sonst gehen wir vielleicht spazieren. Aber wir haben jetzt gerade aufgegessen. Das war so gut. Hene, bester Koch. Ja. Henrik ist alle Ordner unten in seinem Kellerarbeitszimmer durchgegangen. Oh ja, das war ein Aufwand. Brauchen wir das? Hm. Also da musst du es mitnehmen. Ich habe nur meine kleine. Ich hatte, als ich mit Laura in der Stadt war, was bei H&M gekauft. Zwei Oberteile, aber beide passen irgendwie nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das heißt, ich muss die umtauschen. Und falls ihr euch fragt, was wir tun, wir fahren in die Stadt und tauschen das jetzt um. Nee, ich dachte, wir fahren ins Möbelhaus. Nee, eins davon habe ich doch gesagt. Weil ja, dann nur Möbelhaus. Okay. So, wir sind mittlerweile hier angekommen, wo wir hin wollten. Ins Möbelhaus. Aber es ist ultra voll und irgendwie gibt es so eine Art VIP-Einladung oder sowas. Und draußen war so ein Tisch mit Sekt und Häppchen. Aber ja. Wir haben keine Einladung. Aber wir sind trotzdem reingekommen. Weißt du noch, als ich Sudels gemacht habe? Ja, das die waren scheußlich. Hast du was gefunden, das dir gefällt, Dr. No? Ich könnte einfach immer Kissen kaufen. Immer. Halt mich ab. Naja, von dem da bestimmt. Warum? Das ist so cool. Das sieht aus, als hätte da vier irgendein Muppet dran glauben müssen. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt, aber diese Teppiche sind einfach nur riesig. Und teuer. Der ist reduziert von 4.399 auf 3.900. Das ist ja ein Schnäppchen. Wir haben einen neuen Teppich für den Esstisch, also beziehungsweise da drunter. Und wir haben voll den Deal hier gemacht. Ursprünglich hat er 900 Euro gekostet. Wir kriegen ihn für 600. Was immer noch voll viel ist für den Teppich, aber egal. Nee, gefallen die Wanduhren. Und die schon. Die schon. Die hat einen goldenen Rahmen, ja. Möchtest du den hier haben? Nein. Die Lampen haben uns irgendwie nicht überzeugt. Oder? Nein. Die Ausstellung hier finde ich besonders gut. Die hat zumindest mal was, bisschen was Creepiges, aber anders. Spaß, nicht mein Geschmack. Kriegt man das ins Auto? Bestimmt. Yay! Yeah! Es ist 8:30, die haben heute irgendwie länger auf als sonst.
Wir waren 2,5 Stunden hier. Aufzug. Und es gab einen Zauberer, der Tierballons bastelt und eine Sängerin. Oh, ich will nicht mit dem Aufzug fahren. Das ist der gruseligste Aufzug ever. Der hat kein Glas, man kann nicht durchgucken. Der ist uralt und gerade hat der voll die komischen Geräusche gemacht. Hier war früher bestimmt mal ein Spiegel dran. Könnte ich wenigstens dein beruhigendes Gesicht mehrfach sehen. Ha, überlebt. Das ist so cool. Das hat so Spaß gemacht. Wir haben das echt ein bisschen spontan jetzt so geplant. Also ich meine, yeah. Wir wollten schon lange Zeit neue Essstühle haben und so einen neuen Teppich und so. Aber ich habe halt immer gesagt, nee, wir warten, bis wir umgezogen sind. Aber dass sich das alles jetzt irgendwie verschoben hat, wollten wir jetzt nicht länger warten. Wir hatten heute so Aktionen. Wir haben die Mehrwertsteuer von allen Sachen runtergezogen, abgezogen bekommen. Das macht schon echt was aus. Also. Ja, passt. Wir treffen uns doch unten. Da gibt's nichts für den Wagen, zum, wo ich den Chip wieder rauskriege. Also ich muss nach unten fahren und den Chip rausholen. Also treffen wir uns vom Eingang, okay? Okay. Ich freue mich so über die Sachen. Wir haben drei so schöne Stühle und so eine richtig coole Essbank. Die ist aus so grünem Samt. Klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, aber sie ist so schön und halt nur einen Teppich und noch eine Uhr. Das war's. Aber die Sachen sind echt cool. Nur jetzt müssen wir irgendwie 8 bis 10 Wochen auf die Stühle und die Bank warten. Okay, ich fahre Henrik ab. Und jetzt, wenn wir diesen Teppich hier endlich los. Sieht so komisch aus ohne Teppich. Soll ich helfen? Warte, ich helfe dir. Film. Der ist nicht so schwer wie aus. 100% Schurwolle, hatte man uns gesagt. Ja. Oh, der ist echt schön. Der gefällt mir jetzt schon besser. Sieht voll gut aus. Fertig. Ja, sehr viel besser. Sehr, sehr, sehr viel besser. Wir können den auch eigentlich ganz unter den Tisch ziehen. Oder nicht? Für alles ist möglich. Können wir mal versuchen, wie es aussieht. So sieht es echt schön aus. Ja, und viel gemütlicher als vorher. Ja, sieht man jetzt, glaube ich, abends nicht mehr so gut, wie genau die Farbe hier ist. Aber es ist ein schönes Blau. Das ist unsere erste Wanduhr. Haben wir die Stühle eigentlich gefilmt? Nee, das ging nicht, weil es zu voll war. Achso. Na, sind die Batterien schon drin? Bestimmt nein. Nicht. Ba-bau. Schön. Das Einzige, was wir jetzt nur noch brauchen, ist so ein Teppichstopper. Wie nennt man das? Ja, Teppich? Ich glaube, so heißt das. Aber ich finde die Dinger unheimlich spießig. Ja, es ist spießig, aber es wird jetzt echt sinnvoll sein. Der ist halt ein bisschen rutschiger als der, den wir vorher hatten. Amara hat uns gute Nacht-Tee gemacht. Oh. Da kann man einfach nichts mehr machen als schlafen gehen. Das ist neben gute Nacht-Tee. Was soll man da machen? Henrik meinte erst so, oh, ich schneide jetzt noch das Video. Oder hast du uns gerade Tee gemacht? Ist es etwa gute Nacht-Tee? Na, dann kann ich jetzt echt nicht mehr schneiden. Das ist gute Nacht-Tee, was soll ich dazu sagen? Eine Sache weiß ich, die ich dazu sagen kann, und zwar macht es gut und bis morgen. Ciao. Oder bis man noch immer. Ich wollte gerade sagen, wir machen ja kein Vlogmas mehr. Bis zum nächsten Mal.